Hallo, guten Morgen. Das ist der Alexander Marschall vom Vino Zentral und Michael Bode. Und wir stehen hier im Vino Reserva. Das ist praktisch unser Logistikzentrum für unser Geschäft. Und wie wir das hier alles organisieren, erzählt euch jetzt der Alex. Ja, also wir beliefern von hier aus mit unserem Online-Shop eigentlich in ganz Europa. Und emissionsfrei und lokal machen wir hier den Pendelverkehr und versorgen mit unseren klimaneutralen Lastenrädern unser Ladengeschäft am Hauptbahnhof und die regionale Gastronomie. Und wie das jetzt da unten im Herzen unseres Lagers funktioniert, zeigen wir euch und nehmen euch mit. Genau, das wollen wir euch jetzt nochmal zeigen. Ja, wir sind hier unter der Erde, das hat wirklich Vorteile, weil wir sind hier temperaturkonstant, wir müssen nicht heizen und wir müssen auch nicht kühlen. Das ist natürlich auch nachhaltig und das wollen wir sein und das wollen wir auch mit unserem Sortiment sein und unser Sortiment entwickelt sich auch immer mehr. Wir sind hier echt voll zufrieden, haben jetzt 320 Palettenstellplätze. Und bei nahezu konstanter Temperatur das Jahr über. Ist toll. Und es war mal eine Schokoladenfabrik hier in Darmstadt, stimmt, was ja auch schön ist. Wir haben auch sehr viele nachhaltige Weine, also wir haben sehr viele Bio-Weine, biodynamische Weine, es werden eigentlich auch immer mehr. Und da haben wir gedacht, der Ort ist hier natürlich auch super, weil er einfach CO2 fast neutral ist. Durch die Nähe zu unserem Ladengeschäft ist das natürlich auch möglich. Es ist ja nur ein bisschen mehr als ein Kilometer. Lässt sich natürlich mit den Lastenrädern auch toll machen. Wenn das jetzt 20 Kilometer wären, wäre das schon ein bisschen schwieriger. Also jetzt befinden wir uns hier im Verpackungsteil unseres Lagers, circa 4-5 Meter unterhalb der Rampe, die wir vorher gesehen haben. Und hier ist der Lionel und der Benny zugange und packen alles ein, was wir hier auf der Route eingesammelt haben. Wir haben eine ziemlich ausgeklügelte Logistiksoftware. Die Jungs haben das auf ihren Geräten, laufen durch das riesige Lager durch, kriegen das Wege optimiert, angezeigt, wo sie was einsammeln. Dann ist das alles auf diesem Wagen hier und wird dann in die Pakete verpackt, versandfertig gemacht. Ich habe vorher gesehen, hier ging was nach Hamburg und nach Konstanz. Das Ausland hatten wir was nach Dänemark und somit sind wir hier stets auf Zack. Meistens ist fast alles, was bis 15 Uhr bestellt ist, in der Regel am nächsten Tag schon beim Kunden, so wie sich das heutzutage gehört. Zentral und wir haben heute nur eine relativ kleine Lieferung, deswegen steigen wir heute um auf unser Express-Lastenfahrrad von Riese und Müller. Da sind wir in der Stadt wesentlich schneller unterwegs und dann hätten wir es für heute schon mal geschafft. Du fährst es dann weiter, oder? Ich fahr's weg, ja. Lad mal ein.